Huhu, liebe Zuschauer und Fans von Final Fantasy 9. Heute geht's weiter hier im Chocobus-Wald. Letztes Mal haben wir schon angefangen, was auszugraben. Und wir haben uns mit Choco angefreundet, unserem lieben Chocobo hier. Und ich habe jetzt offscreen mal alle neuen Karten, die wir jetzt schon in diesem Wald finden können, gesucht. Und jetzt sagt Mene hier, es gibt keine Choco-Karten mehr hier zu finden, mein Choco-Kupo. Okay. Gut. Dann haben wir anscheinend alles hier. Ja, ich habe auch ein Tafelbruchstück gefunden. Das können wir uns mal anschauen, was das ist. Hier. Aha, okay. Was das wohl heißen mag. Ja, und wenn da steht Bruchstück, gibt es anscheinend mehrere von diesen Bruchstücken. Und den Meisterschützen können wir uns auch noch anschauen. Das ist das, was wir bekommen haben, weil wir das Jagdfestival gewonnen haben. Oder... auch wenn niemand anders von uns gewonnen hätte, hätten wir es auch gekriegt. Nur der Preis unterscheidet sich halt, den man noch zusätzlich bekommt. Okay, dann können wir hier rausgehen. Choco, komm mit. Und raus da. Denn jetzt machen wir uns auf Schatzsuche. Zwei Schätze können wir zum jetzigen Zeitpunkt schon finden. Und wir wollen natürlich jetzt schon die ganzen tollen Sachen haben, die da drin sind, hoffentlich. Und deswegen graben wir die gleich aus. So, nehmen wir doch mal gleich mal das hier, Flussufer. So, das loggen wir jetzt ein. Die Flussmündung zum Meer scheint mir äußerst verdächtig, Kubo. Ja, die haben wir doch schon mal irgendwo gesehen, oder? So, jetzt haben wir es eingeloggt und jetzt sehen wir es da angezeigt, die Karte. Also der einzige Fluss, den ich kenne, ist der Fluss Rivel, oder? Und der ist hier irgendwo. Und eine Brücke haben wir da auch gehabt. Die sieht man nur ganz schlecht auf der Karte. Aber ich würde mal sagen, hier ist das. Achtung, warte, ich drehe mal ein bisschen so. Müsste hier irgendwo sein, oder? Könnte hinkommen. Schauen wir mal. Oh, da haben wir es schon gleich entdeckt. Auf einen Schatz gestoßen. Und was haben wir hier? Zwei Elixiere. Drei High Potions. Vier Äther. Gib mir die Stiefel mal zwei. Cool. Das sind Accessoires, die wir ausrüsten können. So, und jetzt haben wir den Schatz gefunden, jetzt sagt Mene oder wer auch immer schnell den nächsten Schatz. Okay, dann ganz wie du willst, nehmen wir jetzt mal Bergtal. Den können wir auch noch finden. Im Südwesten des Kontinents des Nebels gibt es eine Bergkette am Meer, die Kupu genauso aussieht. Ja, und zum Thema Ability, Field Ability heißt, unser Chocobo muss auf Land laufen können. Und wir ahnen schon, dass es vielleicht noch andere Abilities gibt. Okay, Bergtal. Wir gehen mal hier lang, glaube ich. Vorbei am Eingang vom Erddrachentor. Und hier, schaut mal. Hier ist doch so eine Enge. So ungefähr sieht es doch aus auf dem Bild, oder? Moment. Ein Stück zurück. Hier ist nämlich der Wald. So, so ungefähr sieht es aus. So, und wenn wir jetzt hier graben, kommt ein normales Krähe mit einem Ausrufezeichen. Und wenn wir jetzt weiter hinter gehen, irgendwann ein Fragezeichen dahinter und dann sind wir ganz in der Nähe. Genauer wird es leider nicht, aber hier ist es. Da ist es. Auf einen Schatz gestoßen. Und mal schauen, was wir hier haben. 5 Potions, 5 High Potions, 2 Zelte, 2 Baumwollkleider. Cool. Haben wir nämlich nur eins. Wäre es auch gut, wenn wir 2 ausrüsten. Okay, die anderen Schätze, die können wir leider noch nicht holen. Ja, und das können wir erst später machen. So, und ja, es gibt übrigens insgesamt 24 Karten, die wir finden können, also dann haben wir noch einiges vor uns. So, jetzt gehe ich auf Beenden, um die Karten wieder auszuloggen, sonst haben wir die ganze Zeit da über unserer Karte stehen. Das wollen wir ja nicht, versperrt uns nur ein Stück vom Kartenausschnitt. Okay, ja, wo wir schon mal hier sind, schauen wir doch mal, ob wir schon neue Frische haben. Sich da schon Nachwuchs eingestellt hat. Gehen wir mal rein in Kosmorast. Da in der Mitte habt ihr auch das Haus von Meister Quill gesehen. Und ich will schnell das ein bisschen was ausrüsten, nicht dass wir jetzt wieder gleich Kämpfe haben. Okay, das lassen wir noch so. Hier können wir was Neues nehmen. Na, toll. Vivi kann nichts lernen, was nichts anderes.
Naja, gut. Und Zidane ist auch noch hier dabei. Das Baumwollkleid kann er nicht anziehen. Aber hier du vielleicht. Nehmen wir hier bei Quina ein Baumwollkleid, weil die Werte besser sind. Okay. Und schnell weiter. In den nächsten Bildschirm. Mockmüller, Mockmeier, Tachchen. Wir haben keine Zeit für euch. Für euer schlaues Daherreden. So, dann schauen wir mal. Okay, sind noch junge Frösche da. Ich hätte doch ein Männchen und ein Weibchen übrig lassen sollen. Naja, egal. Zwei Stück haben wir hier. Okay, ich fange die kurz ein. Einen Moment. Hey, und Meister Quill kommt wieder. Hier, du bist fleischig, Quina. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Und dann deinen Kleid erhalten. Cool. Hab Dank, Meister Quill. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe. Okay, ja, das reicht dann. Das war alles, was wir wollten. Ja, wir haben genug. Falls ihr euch fragt, wo der Froschkönig abgeblieben ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr, sich hier blicken zu lassen, wenn es keine Weibchen mehr gibt. Man weiß es nicht. So, schauen wir mal an, was das Seidenkleid so kann. Vielleicht können wir da was Neues lernen bei Quina. Ja, Ability Up und Urschrei. Cool. Schauen wir mal. Urschrei, das ist verhindert Schweigen, genau. Wenn wir Schweigen haben, diesen negativen Status, dann können wir nicht mehr zaubern. Also keine Blaumagie mehr machen. Das ist natürlich doof. So, ja, und das mache ich jetzt mal hier weg. Vollmond brauche ich eigentlich nicht so dringend. Ability Up will ich haben. Ja, das ist ähnlich wie Level Up. Wir kriegen doppelte Abilities pro Kampf. Das ist natürlich top. Weil wir natürlich so schnell wie möglich Abilities lernen wollen. Und die Ausrüstungsgegenstände dann auch tauschen wollen. Wow, und ohne einen Zufallskampf durch den Moor geschafft. Juhu! So, was wir jetzt machen wollen, jetzt wollen wir noch ein bisschen Blaumagie noch lernen. So, komm mal her. Choco, alter Kumpel. Wir wollen jetzt mal zurückgehen zum Erddrachentor. Und ich schneide mal den Weg ein bisschen raus bis dahin. Und wir sehen uns, wenn ich angekommen bin. Also bis gleich. So, und wir sind jetzt hier angekommen in Windblumen. Ich bin jetzt hier ins Einkaufsviertel gefahren. Und den habe ich euch ja schon mal gezeigt, hier den Bildschirm. Und hier können wir auch rausgehen. Das Drachenthron-Tor oder wie das hier heißt, ist das. Und hier kommen wir auch auf die Weltkarte. Und da kommen wir an einer anderen Stelle von Lindblum raus. Und da können wir wieder andere Gegner treffen, die wir fressen können. So, und wir laufen gleich mal... wo laufen wir hin? Gehen wir mal dahin. Und da kommt schon was. Mal sehen, was das ist. Ist eigentlich vollkommen egal, was es ist, weil wir können so gut wie jeden Gegner fressen. Also hier am Anfang ist das echt total krass mit dem ganzen, ja, mit den ganzen Blaumagien, die wir lernen können. Wir haben sogar beide Gegner auf einmal. Cool. Einmal Feuer auf dich. Die können wir nämlich beide fressen. Na toll, den haut direkt aus dem Latschen. Der hält ja gar nichts aus. Ja, du bist Leuchtauge. Ja, war viel sehr gut. Die kannst du mal leicht draufhauen. Aber vielleicht reicht er jetzt schon. Kugelblitz gelernt. Und der ist ziemlich cool. Und Gift und Galle ist fertig. Ja, wir haben jetzt mit Quina 4 AP bekommen, weil er Ability Up angelegt hat. Und eine Zagna-Karte, cool. Okay, der hätten wir schon mal den, das war nämlich der... Pelisaurus war das. Der Pelisaurus. Okay, können wir das Neues anlegen. Kristall am Reifen, nee, ist schon der beste. Okay, weiter geht's. Wir gehen mal hier in diesen Wald hier und schauen mal, was uns hier so erwartet.
Ja, vielleicht auch zum Chocobo-Suchspiel, um das noch ein bisschen zu erläutern. Also sobald man das Spiel beginnt, wird irgendwo im Wald ein Schatz versteckt. Den muss man dann suchen und sobald man ihn gefunden hat, wird an einer anderen Stelle einer entdeckt und zufälligerweise hinzugefügt und so weiter. Und die kennen wir schon, das sind Bombers. Bibi, du kannst nicht, stimmt's? So. Okay, wir greifen mal einen mit Eis an. Und... okay, wir müssen mal heilen. Zwischendrin sehe ich gerade. Ihr seht auch, wie viele Items ich bekommen habe. Das ist durch die ganzen Schätze, die wir gefunden haben. Da habe ich mords viel andere Sachen natürlich auch gefunden. Gil habe ich gefunden, Potions. Und was noch? Jadesteine auch. Und wieder war halt auch mal eine Turbo-Karte dabei, aber die ist echt selten, dass mal sowas kommt. Okay, nochmal draufhauen auf den Typen. Das doch nicht reicht. Mist, das reicht nicht. Was mache ich? Ich gebe nochmal einen Potion raus für Vivi. Wie Schaden macht das? Okay, ein bisschen mehr. Versuche ich den mal als nächstes. Der hat ein bisschen mehr Schaden nachbekommen. Und jetzt beklauen wir mal die anderen. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich jetzt als erstes beklaut habe. Mist. Komm schon wieder. Fressi! Ach, Mist. 10 Burschen. Ich schlag ihn nochmal, mal gucken, ob er noch eine aushält. Aber das wird wahrscheinlich eng. Boah, da haut rein. Nehmen wir mal eine normale Potion. Bibi haut voll rein. Ja, das war klar, dass das Bibi das umhaut. Ach Mann. Das Problem ist halt, wenn er sich jetzt immer weiter aufbläst und in die Luft jagt, dann habe ich ein Problem. Aua. Und nochmal. Mammt ihn auf. Du musst es schaffen. Ach Mann, das nervt doch. Ich habe keinen Angriff, der schwächer ist. Ich muss jetzt mit Bibi mir behelfen. Hat er jetzt größer werden gemacht, der Sack. Obwohl, ich könnte mit Quina könnte ich Attacken machen, die nicht so viel abziehen. Och, der nervt echt. Okay, wir verteilen nochmal eine Potion. Das ist echt eng, also wenn er nochmal größer werden macht, dann hat er ein richtiges Problem. Dann geht er die Fette in die Luft. Ich glaube, jetzt hau ich ihn auch weg. Probiere ich das später nochmal. Den Lack. Okay, wenn du Glück hast und Feuer überlebst, dann sie dann Attacke überlebst, aber es wird für mich geschehen. Du überlebst? Der hat doch um einiges mehr Punkte als der andere jetzt gehabt. Komm schon wieder. Nein. Warum habe ich nochmal angreifen lassen? Der eine hat viel weniger ausgehalten als der andere. Wie geht das denn? Okay, heute Lukas ist fertig. Sehr gut, sehr gut. Ich schau kurz, ob ich mit Freya was anderes geben kann. Wo ist heute Lukas? Wo? Ach, hier beim Kristallschild. Okay, nehmen wir das hier. HP-Post 10%. Was kann ich dafür weglegen? Legen wir... es werde Licht weg. Ist nicht so problematisch. HP plus 10% ist schon ganz gut. Okay, weiter geht's. Ja, zusätzlich zu den 24 Choco-Karten und zu den zugehörigen Schätzen gibt es noch 10 extra Schätze.
Die sind an bestimmten Stellen, da werde ich dann später drauf zu sprechen kommen. So, und wir sind im Hinterhalt. Okay, ich denke, ich werde mit Freier mal angreifen. Ich hoffe, das haut die nicht auf den Latschen. Wer ist dran? Zidane ist dran. Das bringt mir alles nichts. Okay, ich versuche mal. Ich heile die. So, ein Freier steht in der hinteren Reihe, deswegen sollte sie nicht so viel Schaden machen. Dieser Carnivore-Zecke. Die kennen wir ja schon, die haben wir schon mal getroffen, glaube ich. Sehr gut. Und mal schauen, wie viel ich dem anderen abziehe. Okay, circa genauso viel. Das dürfte aber reichen jetzt. Und so habe ich euch. Level 3 Deflex gelernt. Sehr gut. Okay, du brauchst du zwar nicht angreifen. Ist sonst niemand dran, egal. Machen wir mal Nassau. Ah, schon wieder genießt, Entschuldigung. Es kommt immer so plötzlich, ich komme immer nicht dazu, das Mikrofon leise zu stellen. Ja, die Heuschnupfenzeit geht auch bald wieder los bei mir, aber ich glaube, das war nur so ein random Nieser jetzt. Und wir haben Ben schon gelernt. Jadestein, sehr gut. Ja, ich kann dann auch mal die ganzen Augentropfen und Echokräuter und was ich da alles noch gefunden habe, kann ich dann alles mal wieder verkaufen. Wenn wir wieder bei dem Shop vorbeikommen. Okay, hier lernen wir noch was. So, die Bomber würde ich aber doch schon gerne haben. Aber ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Ich mache die offscreen bis zum nächsten Mal, die Bomber. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann vielleicht noch einen Gegner fressen und dann uns mal aufmachen zu dem Ort, wo wir eigentlich hin sollen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.